Und damit willkommen zum vorletzten Spieltag der Champions League Gruppenphase dieses Jahr. Jetzt, nachdem ich am letzten Spieltag die Unlimited Transfers genutzt habe, habe ich jetzt natürlich, da dieses Team dann immer nur für einen Spieltag verfügbar ist, wieder mein altes Team zurück. Hab aber die zwei kostenlosen Transfers plus diesen einen kostenlosen Transfer, der vom Spieltag davor dann noch mit rüber übertragen werden kann. Das könnt ihr auch alles nochmal in den Regeln nachlesen übrigens, wie das Ganze funktioniert. Ein Transfer kann dann vom Spieltag vorher übertragen werden. Entsprechend drei Transfers, die ich auch alle drei genutzt habe. Zwei in Abwehr, ein im Mittelfeld. Im Mittelfeld habe ich, bin mir gerade nicht mehr sicher, wie er hieß. Vielleicht saß er die ganze Zeit nur auf der Bank. Der müsste von Donitz gewesen sein. Den habe ich rausgeworfen, habe dafür Gündogan geholt von Man City. Habe ihn auch direkt in die Startaufstellung gepackt und dafür Baris auf die Bank gesetzt. Und dann in der Abwehr habe ich noch Meunier von Dortmund und Robertson geholt für die verletzten Kimmich und Alexander-Arnold, genau, und hab dann Meunier aber erstmal noch auf die Bank gepackt und dafür Angelinho rein und Robertson direkt in die Startaufstellung. Ansonsten weiterhin Gomez, Zapata und Morata im Sturm. Neben Gündogan noch Gnabry und Jorginho und im Abwehr noch Chilwell und Marcelo. Im Torwart hin Neuer. Abwehr Onana und Neges weiterhin noch dabei. Und ja, also aus Wechselbank. Und ich glaube, mehr gibt es dazu dann auch erstmal nicht zu sagen. Und wir sehen uns beim Analysevideo.